Hallo liebe Zielgruppe zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal Kreuzfahrtbulli. Und wir machen was? Wir werden jetzt die Wasserleitung erneuern. Und wie das genau von sich zustatten geht, das seht ihr nach unserem Intro. Wie man unschwer erkennen kann, wir haben den Küchenschrank rausgenommen. Das liegt daran, wir hatten letzte Woche den Wagen zur Inspektion. Die haben einige Sachen erledigen müssen, wie zum Beispiel auch das Schiebefenster, was sich jetzt sehr leicht wieder öffnen lässt. Also wunderbar. Hui, es geht wieder besser. Ja, genau. Marcel freut sich auch. Ja. Diverse andere Sachen, ja, wie... Moment, stopp, ich muss auch sagen, ich muss es auch immer aufmachen. Ja, ist richtig, das, ne? Stimmt. Deshalb freue ich mich, wenn es besser geht. Genau. So, jetzt darfst du weitermachen. Diverse Sachen wurden erneuert oder nachgebessert, wie die Schiebetür. Da kamen Ersatzteile rein. Die haben vorne im Motorraum Keilriemen neu gemacht. Die haben 4 Steuergeräte abgedatet. Das Steuergerät hier hinten, das ist die Klimavollautomatik für hinten. Das haben sie neu gemacht, weil auch ohne Funktion. Genau, und was bei der Gelegenheit halt super ist, wir haben uns gedacht, wir werden jetzt gleich die Wasserleitung mal neu machen. So sehen sie aus. Sie bilden halt einen Film in dem Schlauch. So werden sie zukünftig dann wieder aussehen. Also ganz glasklar. So sahen sie auch vorher mal, ja, genau, aus. Ja, genau, so sahen sie auch vorher. Vor 4 Jahren. Genau. Wir haben noch so ein paar andere Sachen gekauft. Ich habe mir gedacht, bevor ich wieder so eine Bastelei bei der unteren hier mit dieser Messing Anschluss mit Schrauberei und so weiter mache, habe ich mir gedacht, ich nehme noch einfach mal so ein Plastikteil hier wieder, was wir für hinten für die Dusche schon mal haben. Da brauche ich das bloß reinziehen und rausziehen und dann ist das Ding erledigt. Also das hier ist sozusagen an dem anderen Schlauch für den Schrank und dann ist das Ganze schon erledigt. Hier gibt es noch einen kleinen Stopper drin, sodass kein Wasser rauslaufen kann. Also auch super. Genau, dann brauchen wir noch so ein paar T-Stücke und so weiter. Wir werden ein Rückschlagventil nachrüsten. Das zeige ich, warum und wieso und weshalb. Genau. Und dann brauchen wir natürlich noch die gewissen Verbinder. Deswegen auch die Zange. Das macht man mit der Zange. Und als erstes müssen wir erstmal eins machen. Das ist dieses Polster abschrauben. Und dieses Polster abschrauben. Dieses hier hinten, da ist der Wassertank unter. Wird man dann sehen. Und hier vorne müssen wir an diese Ecke, wo ich gerade noch drauf sitze, ran. Von daher ist es bequemer, dann das gleich einmal abzumontieren. Genau, damit fangen wir jetzt an. Ich habe noch eine Frage. Ja, dann frag mal. Wo hast du denn die Teile her? Ach ja, die Teile, ja. Durch Zufall haben wir vor 4 Jahren so ein Online-Unternehmen kennengelernt oder gefunden bei eBay, nämlich Aulich24. Und die haben alles, was über diese Lebensmittelechtheit geht, also sozusagen hier ist das Zeichen drauf, die Schläuche sind halt lebensmittelecht, damit halt auch Wasser, Trinkwasser mit durchfließen kann, und die haben alles auf Vorrat, also das ist wirklich super, und da die natürlich sowas von, ich sag mal, um die Ecke sind, sind wir natürlich dahin gefahren und haben uns diese Teile dort direkt persönlich besorgt. Ganz nette Leute, haben aber nicht offiziell einen Laden sozusagen, sondern nur einen Online-Shop. Aber schaut gern mal rein, aulich24.de, ich glaube es war .de. Wir, ne? Verlinken so. Wir verlinken es nochmal, genau, wir blenden es auch nochmal ein. Und da kriegt ihr alles auch, ich sag mal, von diesen Armaturen, Mischarmaturen, also Mischbatterien, Waschbecken, diesen großen Wassertank natürlich und diverses. Also viele kleine, auch wenn man nur so mal einen Kanister braucht oder was, kriegt man alles dort. Alles Lebensmittel echt und die beziehen das von Händlern, die auch wirklich vertrauenswürdig sind. Aus Deutschland. Aus Deutschland oder beziehungsweise der Hersteller für diesen Wasserschlauch zum Beispiel ist aus Italien. Aber das ist halt alles wirklich nachgewiesen und sehr vertrauenswürdig. Kann man nicht meckern. So, genug Werbung, jetzt wollen, genau, wir arbeiten. Richtig.
Kreuzer sind ab, habt man gesehen. Die sind verschraubt, das haben wir jetzt nicht mitgezeigt. Sie sind halt jetzt nur von den Winkeln hier runtergenommen. Hier. Da sind die auch dran verschraubt. Wassertank, das ist der blaue, den bauen wir jetzt aus. Aus dem einfachen Grund, wir wollen ihn reinigen. Das heißt, er soll über Nacht bei uns ja, im Haus sozusagen einwirken. Und mit dem, ja, ich sag mal, mit so einem Mittel, zeigen wir auch nochmal, können wir auch verlinken, welches Mittel wir da nutzen. Das ist irgendwie was auf, ich meine, Wasserstoffbasis oder sowas. Also sogar trinkfähig, wenn ich das, also zumindest sagt das die Beschreibung. Der Wassertank ist mit 6 Schrauben befestigt, den werden wir jetzt nach und nach abschrauben. Und natürlich gehört das noch dazu, dass wir ja, so ein paar Kabel erstmal an die Seite räumen müssen, weil hier hinten natürlich auch ein bisschen Elektrik liegt. Alles irgendwie mal dazwischen gefusselt und mal dazwischen gebaut, deswegen ist das alles nicht so ganz linear, aber es tut seinen Dienst und genug Sicherungen sind auch drin, also das heißt, falls irgendwo mal ein Kurzschluss passieren sollte, was ich nicht von, wo ich auch nicht von ausgehe, ist das auch abgesichert. Wassertank ist raus, wir haben jetzt schon mal ein paar Schellen losgemacht da vorne. Ich werde jetzt nach und nach einen Schlauch nach dem nächsten abmessen, damit ich nicht nochmal neuen messen muss. Das heißt, ich nehme den vorhandenen Schlauch, gehe den der Länge nach und schneide den auch direkt. Ich würde jetzt anfangen mit dem Schlauch, der hier zum Wasser hingeht, also sprich zum Wasserschrank, zum Küchenschrank. Das ist der längste Schlauch auch. Hier erstmal die Kabel nochmal an die Seite nehmen. Dann kommt das Ding hier raus. Immer Stück für Stück. Ja, da ein bisschen Wasser noch drin. Dann nehme ich mir den, messe den durch oder halte den direkt dran. So habe ich den ja schon hinten. Genau, kann ich den mir direkt dran halten und direkt ausmessen und auch gleich verlegen. So, damit man den Unterschied auch noch mal richtig gut sehen kann. Der neue und der alte. Ich glaube, ich muss nicht sagen, welcher der neue und welcher der alte ist. Ich glaube, das kann man erkennen. Bleibt der neue. Genau. Also, Wassertank ist jetzt hier oben angekommen, also bei uns in der Wohnung. Ich habe das Ganze nochmal verstopft. Das Ganze habe ich mit einer alten Leitung nochmal genommen. Mal sehen, wie weit die dann sauber wird. Hier habe ich ein Rückschlagventil draufgesetzt. Dieses Rückschlagventil kann ja nur in eine Richtung, in die andere Richtung nicht, also dürfte auch nichts rauslaufen. Wassertank legen wir erstmal hin. Es gibt eine große Serviceöffnung. Ich muss mal kurz eine Pause machen. Falls ihr denkt, es halt, ja. Wir sind im Bad. Im Bad. Deshalb, weil ich hier halt einen Duschanschluss habe und da kann ich das halt vernünftig machen. Hier läuft es auch ab, falls es mal was doch noch undicht sein soll und so weiter. Genau. Serviceklappe. Das ist der Wassertank. Ja, die Dichtung können wir auch gleich ein bisschen mit einschmieren. Die sieht halt noch ein bisschen dreckig aus. Aber ansonsten sieht der Wassertank noch relativ gut aus. Also es sind wirklich keine großen Ablagerungen. Ich könnte jetzt mal mit meinem Handy gucken. Weil ich habe ja auch eine Taschenlampe. So. Also es ist ein bisschen Kalk. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann, genau. Kalkablagerung. Aber ansonsten sieht der Wassertank wirklich sauber aus. Jetzt können wir nochmal in die Richtung gucken. Ja, alles nur also, Kalk. Wirklich. Aber nichtsdestotrotz, wir wollen ja die ganzen Keime und was auch immer weghaben. Ich habe ein Mittel, made in Germany steht drauf. So. Halt es einfach mal hoch. Genau. Aber du zeigst leider nicht. Da, genau. Genau, das ist es. Laut Beschreibung soll das irgendwie auf Wasserstoffbasis oder sowas laufen. Also da sind so eine Perlen, die sich dann über eine gewisse Zeit lang auflösen, deswegen eine ganze Nacht einwirken lassen. Ja.
krümelt auch schon gut, wie man sieht. Man hat einen Messbecher hier, das ist der hier. Drauf steht, selber nochmal schnell lesen, pro 10 Liter eine Dosierung. Wir haben 80 Liter, also von daher können wir ruhig ein bisschen was reinmachen. Ich würde jetzt mal schätzen, viel hilft viel, ne, würde ich sagen. Also mindestens 8. Werden wir wahrscheinlich den gesamten, ja, das ist ja nicht mehr ganz voll, also werden wir wohl das gesamte reinmachen. Muss ich jetzt messen. Wollte aber erst ein bisschen Wasser reinlaufen lassen, das heißt, nimm einmal die Duschbrause auseinander, dann geht das ein bisschen flotter. Und ich hoffe, du hast den Regenschauer nicht an, weil sonst wird es gleich lustig. Nein, den werden wir abschalten und auf kalt Wasser stellen. So, jetzt läuft das schon mal. Um das halt gleich zu kontrollieren, ob es auch wirklich alles dicht ist und so weiter. Weil wir brauchen ja nicht weitermachen, wenn es über Nacht wieder, wieder alles rausläuft. Das wäre ja doof. Ja. Aber da springen wir dann hin, wenn wir wissen, ob es undicht ist. Genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also wir können alles reinmachen, der Rest ist dann, das passt dann schon. Wie man sieht, es blubbert da schon ein bisschen drinne. Also da muss ich schon irgendwas auflösen, was tun. Ich werde jetzt noch mal ein bisschen Wasser drauflaufen lassen, dass das sich ein bisschen verteilt. So, könnt ihr noch mal gucken. Aber wie man sieht, es blubbert fleißig. Der Sauerstoff, der atmet. Genau. Also, jetzt heißt es, mal voll machen, abwarten. Verteile das jetzt hier schön. Da ist ja nicht so viel drin, dass sich das gut verteilen lässt. So, also. So sieht das dann aus, wenn diese blauen Schläuche dann ausgetauscht werden in den durchsichtigen Schläuchen. Ich schneide jetzt alle Sachen zurecht, auch hier. Wenn sich das jetzt hier mal anschaut. Das ist jetzt sozusagen die Verteilung mit den Ventilen. Was ich jetzt mache, ist einfach nur die Längen abmessen, die Schläuche erneuern und dann diese Winkel, die habe ich hier nicht. Die habe ich, aha, da sind sie natürlich, hier drin. Die werde ich jetzt einfach einmal austauschen, neu machen und das war es dann auch. Wie man unschwer hier unten erkennen kann, das Brett ist ja durch, ist immer mal wieder ein bisschen Wasser drauf gelaufen, weil wir hier nicht wirklich tolle Verbinder hier hatten. Ich werde jetzt das alles mit diesen schönen Nylon-Verbindern sozusagen oder Nylon-Klemmen reinsetzen und wir werden jetzt das Brett erneuern. Ich habe das schon angezeichnet, das wird dann noch geschnitten und dann heißt das nur wieder ranschrauben und fertig ist die Kiste. Feierabend, jetzt heißt es grillen. Wir haben alles soweit geschafft, machen morgen weiter. Das Teil haben wir da hinten schon gesägt. Genau. Von daher, wir sehen uns morgen. Guten Hunger. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben es kurz nach 9. So ungefähr, ja. Auf dem Feiertag. Mein Gott, sind wir blöd. Aber wir haben ja viel vor. Gestern hat der Stefan schon viel vorbereitet. Den Wassertank haben wir sauber. Und ich sehe schon wieder aus wie ein Waschbär, sehe ich gerade. Ist unfassbar. Aber damit kann ich leben. Ja, und jetzt heißt es eigentlich alles verbauen. Leitung habe ich teilweise schon erneuert. Das heißt, diese ganze Batterie, die hinten war mit den Ventilen und so weiter, die ist alles komplett neu geworden. Das zeigen wir auch gleich nochmal. Genau. Ja, und dann heißt es auch dann wieder Solarpanel drauf machen, denn das ist aktuell auch nicht drauf. Der Küchenschrank, der fehlt, wie man es hier sehen kann. Unsere Liegefläche, es fehlt so einiges. Und alles wieder zusammengeschraubt werden. Das wird jetzt alles gemacht und dann haben wir einen schönen Vormittag, aber bei strahlendem Sonnenschein. Deshalb sitzen wir hier unten, weil da oben hätten wir nicht filmen können, weil da wäre die Sonne ganz schön hell. Genau. So, dann wollen wir mal jetzt ein bisschen was tun. Auf geht's.
nach dem Saugen, das ist natürlich nur für den Chromschmutz entfernen, muss natürlich auch alles noch gewischt werden, weil überall kommt man ja mit dem Staubsauger nicht hin. So, und das macht den Stefan. Ich sauge, er putzt. Ich denke, das ist gut. Teilt die Arbeit. Das ist der blitzsaubere Wassertank. Den werden wir jetzt wieder einbauen. Das ist der Ausfluss sozusagen von dem Wassertank. Also das heißt in die Richtung. Für ein Kabel war das jetzt? Das war das Kabel für die Anzeige, damit wir sozusagen die Füllstands, wenn der Tank leer ist, damit wir sehen, dass der hat einen Sensor sozusagen hier an der Seite verbaut. Dann können wir sehen, ob der Wassertank leer ist oder nicht. Wenn die Lampe angeht, haben wir noch 30 Liter. Also das heißt, das reicht noch locker für einen Tag duschen, kochen. Ja, genau. Wir haben jetzt den Wassertank ja schon eingebaut gehabt. Jetzt haben wir angefangen, die Leitung anzubauen. Soweit, so gut, auch schon fast fertig. Jetzt gibt es noch ein paar Schläuche zu verlegen, aber schaut mal selber. Unsere Absperrhähne, das ist hier, um Wasser abzulassen. Das heißt, der Wassertank muss ja im Winter auch geleert werden. Wir leeren den grundsätzlich nach unserer Reise, damit halt kein gebrauchtes Wasser da drin ist. Oder was heißt gebrauchtes Wasser? Frischwasser drin ist. Und dieser Hahn ist einfach zum Umpumpen in unseren Duschbereich. Das heißt, hier ist hier ist der Schlauch dazu. Und der hängt einfach bei uns in der Brause mit drin. Oder in dem Kanister mit drin. Ich mache das Ganze wieder zu, damit wir die dann noch befüllen können. Hier die eine Leitung, die geht zum Entlüften. Das heißt, wenn wir den Wassertank hier drüber über diesen Schlauch hier auffüllen, der geht nämlich da hinten zu dem Anschluss. Und der andere ist dann dafür da, damit eine Entlüftung stattfindet. Weil wenn Wasser reingeht, muss ja Luft wieder raus. Also geht diese hier über diesen Schlauch dann zurück nach außen und kann entlüftet werden. Genau. Und ansonsten haben wir noch einen Schlauch, das ist dieser hier, der geht jetzt nach vorne und ist dafür da, dass wir auch am Wasserhahn, vorne am Waschbecken auch Wasser haben. Und da machen wir jetzt weiter. Polster werden jetzt schon wieder eingebaut. Das heißt, wir sind wirklich, was den Wassertank angeht, fertig. Aber nur was den Wassertank angeht und die Schläuche. Natürlich muss noch der Küchenschrank. Genau. Küchenschrank muss natürlich die Schläuche noch gemacht werden. Genau. Wolltest du gerade sagen? Ich wollte gerade sagen, danke, dass du mich unterbrichst, aber dafür kennen wir ihn ja. Nee, also das wird jetzt gerade angeschlossen und jetzt gehe ich auch mal gerade runter, weil das wird auch noch ein bisschen tricky werden. Gerade ganz hinten in der Ecke. Das versuche ich mal von der anderen Seite kurz zu. Ich kann das hier zeigen. Ich versuche das mal. Bis ganz hinten rein. Also wir haben hier vorne einen, da einen und noch ganz hinten. Da muss ich hin. Genau, vier. Da werde ich mich jetzt gleich mit meinem Körper durchzwängen. Da bin ich gespannt, ob er das schafft. Sollte er stecken bleiben, ja. Ruf die Feuerwehr. Dann wird es noch ein lustigeres Video, aber ich gehe davon aus, dass er das irgendwie hinbekommt. Ich hoffe es.
Leitung dran. Oh, warte, man sieht auch, da ist sogar noch Wasser drin. Die ist halt genauso dreckig, die wird auch ausgetauscht. Dafür werde ich jetzt sozusagen von diesem Wasserhahn, hier unten ist ein Anschluss dran, ich weiß nicht, ob der Marcel das filmen kann, ansonsten ich baue den Schrank doch, gleich weiter auseinander, das Ding abbauen und werde dann da direkt sozusagen diesen Anschluss hier, den Anschluss nicht, aber einen Schlauch anschließen und diesen Anschluss kommt auf die andere Ende, so dass wir nur noch diese Steckkupplung sozusagen haben zum Einstecken, wenn wir den Schrank mal rausnehmen wollen. So, soweit so gut, alles eingebaut, wie man sehen kann, auch schon wieder soweit alles angeschlossen. Es fehlt eins noch, unsere Solaranlage. Die Solaranlage haben wir ja nachgerüstet, ist jetzt da. Ich wollte sie gleich ein bisschen sauber machen, man kommt auf dem Dach da schlecht ran, also von daher ein bisschen Regen und so weiter ist drauf gewesen und hier vorne vor allen Dingen das ganze Fliegen. Ich sag mal Fliegenschiss, sagen wir es mal so. Genau. Von daher reinigen wir jetzt erstmal und dann geht's hier aufs Dach. Ja, sieht gut aus. Bisher alles dicht. Wasser füllt sich gerade. Wir machen den Tank jetzt voll. Brauchen eh Wasser für die Fahrt ja, die wir morgen antreten wollen. Und genau. Schauen wir uns das mal alles an. Hier muss noch Wasser rauskommen. Das läuft auch schon mal. So wunderbar. Das kommt jetzt hier an. Schon mal die Pumpe starten. Jo. Die pumpt. Läuft. Einmal Location-Wechsel. Jetzt sieht man, Wassertank ist noch nicht sehr weit voll. 30 Liter, dann geht die Lampe aus. Aber nichtsdestotrotz wollte ich jetzt mal gucken. Wir haben ja noch ein Rückschlagventil hier reingebaut, weil das Problem war immer, dass das Wasser wieder zurückgeflossen ist durch die Leitung und dann hatten wir keinen Wasserdruck. Da musste ich immer erst entlüften hinten die Pumpe und jedes Mal aufmachen. Und im Winter ist das echt kalt, deswegen haben wir noch ein Rückschlagventil eingebaut. Der Wasserhahn ist halt, ja, dichtet nicht so ab wie der vorige. Mal sehen, wie viel Wasser jetzt rauskommt, aber ja, also vom Wasserdruck her. Gut, gerade noch eine Unterstützung, würde ich sagen, vom Befüllen. Ah, Lampe ausgegangen, also mehr als 30 Liter drin. Aber soweit sieht es schon mal gut aus. Wir gucken uns das dann nochmal an. Es dürfte jetzt nicht zurücklaufen. Das heißt, es müsste jetzt immer Wasser anstehen. Wenn ich jetzt sozusagen gleich wieder anmache. Genau, geht sofort weiter. Möchtest du noch gucken, ob es da hinten Licht ist? Ja, genau, hinten in der Ecke sollte ich nochmal gucken. Das ist jetzt hier. So, es ist kalt, aber ich finde kein Wasser. Alles gut. Alles soweit erstmal dicht. Wir beobachten. Oh ja. Geschafft. Ja. Bis auf der Teppich. Wir sind geschafft. Ja, das auch. Und Hunger haben wir. Hunger haben wir, ja. Auf jeden Fall, bis auf der Teppich ist alles wieder picobello, belli, bollo, sauber. Ja. Wie auch immer der Italiener das oder auch der was sagt, auch immer sagt. Der sagt Bella Ciao. Bella Ciao, genau. Genau. Wasserleitungen sind alle da. Ich muss mal kurz nochmal was, regt man nochmal was dazu? Genau, Wasserdruck ist bombastisch, also trotz des Rückschlagventils, was wir da eingebaut haben, alles gut soweit. Also wieder sogar mehr Wasserdruck als vorher. Wie das kommt, keine Ahnung. Ja, durch die Wasserleitung, also ich habe da ein bisschen was rausgekratzt, also es wurde Zeit, dass wir die wirklich erneuern. Und aber dass sie so verstopft sind, merkwürdig, aber egal. Auf jeden Fall läuft es wieder sehr gut. Alles ist sauber. Wassertank ist aufgefüllt. Wir wollen morgen nochmal auf eine Reise gehen. Gleich. Ja. Genau. Auto riecht gut. Nach Orange. Orangenreiniger, ne? Genau. Genau, so war es. Nicht Zitrone, sondern Orange. Ja. Kann also losgehen. Kann losgehen. Genau. Wir werden jetzt erstmal uns für heute nochmal ausruhen und dann für morgen das Auto packen und dann geht es halt wirklich. Ich habe ja noch ein bisschen was zu tun. Ich muss noch ein paar Videos schneiden, also dementsprechend.
Ist noch gut zu tun. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann Daumen nach oben, abonnieren, teilen, kommentieren. Genau. Wenn ihr Fragen habt zu gewissen Mitteln, die wir hier nutzen, gerne stellen. Wir beantworten sie euch gerne. Ja. Und sonst würden wir wieder sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es heißt, wir sind auf Tour, wir machen irgendetwas, auf jeden Fall hier bei Kreuzfahrtbulli. Richtig. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschö.